Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 und dem Beagle. Sodele, wir wollen mal hier weitermachen. Es ist schon eine Ewigkeit her, dass ich Uncharted gespielt hatte. Habe. Hatte. Oh, die Autos sind geil. Zeig mal her. Und was verkauft ihr hier so? Achso, du stehst mitten in der einfachen. Ist okay. Brauchte ich einfach nicht. Habe ich genutzt und lange nicht gespielt. Mal sehen, wie gut ich mit der Steuerung jetzt noch zurechtkomme. Kannst du auch schneller rennen oder? Nein? Nein? Und eine Waffe hast du auch nicht mit. Na gut, wenn das so ist. Sally ist hier. Na, Sally? Na, wie geht's dir, Sally? Aha. Ah, okay. Ja. Auch hier Facecam natürlich, Scherz. Der hat Sportlatschen an. Ich finde sowas ganz furchtbar. Ehrlich, ich finde das ganz furchtbar. Vorsicht! Ja, lasst mich alle durch. Ich drängel mich so gerne bei euch durch. Ich hätte ein bisschen Angst. In meiner Brieftasche, aber gut. Bin vielleicht auch mal einfach ich. Sampio. Dass er nicht schneller laufen kann. Was ist denn hier? Wofür steht ihr? Ja, sorry. Meine Fresse, nee. Darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir in die Staaten zurückkommen. Könnte schlimmer sein, zum Beispiel Astotzka. Oh, erinnere mich nicht daran. Passport. War wohl nicht so gut. Was machst du denn da? Hi, na? Na? Ich guck nur, was du da machst. Also, ich mag die Details des Spiels. Was? Oh! Der arme Mann! Jetzt fängt er wieder von vorne an. Ja, was denn? Mach einfach weiter. Ich dreh mich weg, wenn du willst. Machst du dann weiter? Oh, die Farbe verschwindet einfach so. Er macht nicht weiter, solange ich gucke. Oh! Sie haben sich dran gehalten! Habt ihr einen Piratenschatz gesehen? Nein, haben sie nicht, Nate. Nicht. Sorry, er ist so ungeduldig. Oh, mich tut mir leid. Ich helfe Ihnen. Mein Fehler. Entschuldigen Sie, mein Freund, ich habe ihn lange nicht gefüttert. Alles Gute. Hast du gesehen, wie sie geguckt hat? Du halluzinierst. Das glaube ich nicht. Na, dann lade sie doch zu etwas Gewürzbrot ein. Please. Sally glaubt, er ist noch der Renner bei Frauen. Ihr lieben Frauen da draußen, würdet ihr ein Sally verschmähen oder nicht? Verratet's mir gern. Cool, was kann ich denn hier machen? Das stammt aus Averys Zeit. Woher haben Sie das? Ah, mein Freund, das Stück ist einmalig. Ich gebe Ihnen Rabatt. $500. Sie machen Scherze. Ich weiß ja nicht mal, ob es echt ist. Ich gebe Ihnen 50. $400 und es ist echt. Ich habe noch andere Interessenten dafür. Ach, kommen Sie schon. 200. Okay, mehr habe ich nicht bei mir. Ich kann es unmöglich für weniger als 300 verkaufen. Das ist mein letztes Angebot. Okay, ich nehme es. 300. Jetzt im Ernst? Wirklich? Deal. Hast du gesehen? So feilscht man. Nein, Nate. So feilscht man nicht. Das ist ein Schatz. Den hätte ich jetzt auch einfach verpassen können. Okay, ja gut. Der hat uns mehr Geld gekostet, als er einbringt. Da. Äpfel! Kauft frische Äpfel! Nur 1500 Ariari! Sir, aber nein. Möchten Sie einen Apfel? Okay. Die besten auf dem Markt! Hier. Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir! Guten Appetit! Bitte! Empfehlen Sie mich! Okay, ich empfehle dich, aber nur unter mehreren Bedingungen. Du gibst mir einen Apfel gratis? Temper?
Nates Verhandlungskünste sind unterirdisch. Lemur! Kleines Kerl. Geht's dir? Oh mein Gott! Nate, der Turm. Aber Sally, komm, das ist ein Lemur. Komm schon, sag hallo. Schon gut. Niedlich. Ich will noch mal. Ah, ich finde so süß. Lemuren sind so süße Äffchen. Ich mag das auch nicht, wenn man dann versucht. Ah. Hey, Sally. Er hat den Apfel. Er hat meinen Apfel gemopst. Man kann niemanden messen. Schlaues Äffchen. Jetzt hat er den Apfel, ne? Er hat den Apfel gar nicht mehr, Frechheit. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas Geld ausgeben oder so? Mich wieder beklauen lassen? Alles Possibilities. Ihr? Nein? Na gut. Hey Nate, soll ich hier eins von denen kaufen? Nein, danke. Es hilft. Er hat exakt das kaufgleiche Hemd da an. Oh Mann, hier riecht etwas wirklich gut. Ja, schauen wir mal. Oh, Verzeihung. Er hat recht. Das riecht gut. Das ist entweder gebratenes Hühnchen oder gebratene Taube. Boah, Schallplatten kannst du dir auch kaufen. Die guten Schallplatten, nicht scheiß CDs, sondern nur gute Schallplatten. Nate, ich würde da mal gucken. Du bist in einem fremden Land. Vielleicht sind die hier nicht so teuer wie in anderen Ländern. Es gibt ja mittlerweile auch Sammlerstücke. Ich kann Gartenzwerge... Was haben Gartenzwerge hier zu suchen? Kann mir das einer erklären? Turi. Bücher oder DVDs? Hefte. Alles die gleichen Hefte. Na gut, Sally, hast gewonnen. Warte mal, nee, ich will noch einmal hier so drumherum gucken. Ich kann halt nichts dafür, dass Nate nicht schneller laufen möchte. Oh, da geht's noch komplett lang. Ach, da muss ich bestimmt gleich klettern. Also gehen wir mal hin. Hey, schau mal da. Das Fenster da drüben ist kaputt. Hey, na bitte. Verschlossen. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Diskret. Wisst ihr, was das Schöne an Facecam ist? Und es ist ein bisschen schade, dass ich dann in den ersten Teilen nicht hatte. Wenn ich jetzt an einem Rätsel hänge, könnt ihr zumindest sehen, dass ich nicht nebenher am Handy beschäftigt bin, nach der Lösung zu kommen. Alles klar da hinten? Du hast dein Tempo, ich mein. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Wo ist er denn? Naja. Uff. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Oh, Sally ist aber noch echt agil, ne? Wow, der ist ja viel besser in Schuss als die anderen Türme. Er steht direkt in der Mitte der Stadt. Na, dann wird es wohl schwierig, den Schatz rauszubringen. Eins nach dem anderen. Ziehen wir keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns. Das wäre was Neues. Nate, ich wollte gerade sagen, wir sind Könige des Aufmerksamseins. Werden alles Mögliche. Schale aus Nephrit und Jade. Ich weiß nicht, was Nephrit ist. Weiß es einer von euch? Wenn nicht, dann google ich's. Sally! Sally wollte nicht, dass ich weitergehe. Oh. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Ich habe blaue Neko jetzt heute. Blaue Neko. Das ist die Silvester-Neko. Kann man eigentlich gar nicht sehen, aber die hat hier noch so wunderschön Feuerwerk drauf. Da. Hallo. Das war so die letzte Neko, die mir eingefallen ist, die ich euch in einem Let's Play präsentieren kann. Sonst bin ich sie alle irgendwie gerade in Alice Madness Returns voll durchgerotiert. Vielleicht lasse ich mir was anderes jetzt nebenher bei einfallen. Let me entertain you. Mein Lieben, let me entertain you.
Only you. Ein hoher Glockenturm. Jeder einzelne von stimmt. euch darf sich da angesprochen fühlen. Voll das natürliche, echte Lächeln. Celebrity-like. Na, wollen wir wetten? Skorpion, Kerl mit einem großen Krug. Tierkreiszeichen. So, Lille, ich habe mir schon mal Zettel und Stift parat gelegt. Bei Uncharted brauche ich es ja dann doch ein paar Mal mehr. Ja, vier Zeichen. Und vier Glocken, da oben. Und die Dinge oben in der Mitte sehen aus wie Schlösser. Verstehe. Läuten wir ein paar Glocken. Ich habe nicht zugehört. Mist. Ich habe nicht zugehört. Das ist definitiv der Ort. Ruf Sam an. Wird klar. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Mailbox. Skorpio, Leo, Tauro. Wir haben den richtigen Turm. Ruf zurück. Der Empfang ist nicht so gut hier. Kein Grund zu warten. Ich frage mich, ob Elena mir einen Lemur als Haustier erlaubt. Ich würde ihn Victor nennen. Ich glaube nicht, dass Elena das tut. Auf dem Zettel, Telefonkartenpin. Durchgestrichen, 16 Minuten, 3 Minuten durchgestrichen. Er macht sich Notizen. Oh, was ist das denn? Okay, verstehe ich nicht so ganz. Da ist ein Lemur. Geh mal. Da. Okay. Der hat einen Lemur mit Zigarre gemacht. Oh, ich will das mir angucken. Ich will es mir angucken. Kack. Haben wir davor noch irgendwas? Wir haben eine Seite übersehen. Das ist ja traurig. Naja. Ja, es gibt auch eine Trophäe dafür, das Tagebuch hier voll zu machen. Man kann auch Seiten übersehen. Finde ich ein bisschen doof. Verdammt, wie war das? So war das, genau. Und dann... Nein. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Ah, so. Nee. Nee. Ah. Hey, ich habe euch gesagt, die Steuerung ist jetzt schon lange her. Ach, einmal bequem an den Kopfhörer aufsetzen. Bin gleich zurück. Bin gleich zurück. Huh. Oh Gott, das sieht immer alles so knapp aus. Oh. Oh, verdammt. Hey, sieh mal, Sally, die Uhr geht noch. Ja. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Ist klar. Sag doch sowas nicht. Im Grunde weiß ich aber eigentlich nicht, wo ich gerade mal hinkletter. Ich folge ich folge Heisenbergs, Oh, ist okay. Ich folge Heisenbergs Spuren. Denn er war auch hier. Er war überall. Er war einfach überall. Das war viel zu knapp. Das war jetzt nicht so knapp wie sonst. Ja, schon los. Das klang aber nicht so. Pass auf deine Finger auf, Nate. Sollte ich mir Sorgen machen? Nein, alles gut, Nate. Sally. Tja, liegt wohl daran, dass Nate das eigentlich im Grunde ständig sagt. Okay. Nein, Leute, das war nicht knapp. Das war... Hä? Nach oben dann? Wie? Ach, nach oben. Okay. Was haben wir denn hier? Ich hatte mal was mit einer lieber Löwe. Ist damit die gute Chloe gemeint? Ach so, drücken. Ah, okay, das war echt laut. Die hat nichts gebracht, Nate.
Der Löwe ist das dritte. Also erst den Skorpion. Erst Skorpion, Wassermann. Also bin ich an der falschen Glocke jetzt gerade. Wie umständlich. Okay, schauen wir mal. Da ist der Skorpion. Der Skorpion, da ist das. Oh, Nate, bitte. Mach keinen Scheiß. Skorpion. Avery war bestimmt Skorpion. Oh Mann! Hey Nate, die hat funktioniert. Das Skorpionschloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. Wassermann ist das nächste. Oh nein. Mir ist gerade ein bisschen übel. Was hast du bloß? Stier ist aber nicht richtig. Was? Ich dachte jetzt eigentlich, dass ich... Hey Sally, was von Sam gehört? Stier? Naja, dem geht's bestimmt gut. Vielleicht ist bloß ein Akku leer. Stier? Aber Stier ist doch nicht das nächste, oder? Nee, Stier ist das vierte. Wie, wo das ist denn? Da ist der Löwe. Da ist der Skorpion. Und... Da ist der Wassermann. Da ist der Wassermann. Durchweg nette Menschen. Ich glaube daran nicht so mit den Charaktereigenschaften von Sternzeichen. Gebe ich auch zu. Zwei geschafft, zwei übrig, Junge. Also, wie steht's? Der Löwe. Der Löwe. Oh nee, bitte. Nee, ich bin da nicht, ich gehe da nicht so mit, das Sternzeichen so viel beeinflussen. Vielleicht irre ich mich total, dann mag das so sein, aber... I don't care. Danke. I don't care. Löwe ist offen! Ich muss jetzt zum Stier kommen. Wo war der nochmal? Oh, da war der Skorpion. Von da aus bin ich doch ziemlich gechillt zum Stier gekommen. Ups. Nein, nein, Nate. So, und jetzt, nee, warte mal. Ja, ja, ist aber schon richtig. Das sieht immer so aus, als wird der das nicht schaffen. Stier. Die schlimmsten. Das haben wir. Hey, das war's. Der Stier ist offen und Avery Siegel ist am Boden erschienen. Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Warte, ich geh da hoch. Okay, pass auf die Tarnräder. Los geht's.
Ach so. Das alles musste Avery machen, um... Oh, er hat an dem Glöckchen ein Lemur gemacht. Das ist ja süß. Der Lemur hat Eindruck bei ihm hinterlassen, bei mir auch. Da. Und rüber. Ach, das hätte ich auch von Anfang an machen können. Oh, schnell weiter. Mhm. Oh, gerade so geschafft. Es hat Spaß gemacht. So, meine lieben Leute. Ich mache jetzt hier einen Cut rein. Wir sind hier oben, stehen mit Nate. Naja, wir stehen hier so rum und wollen jetzt zu der ganz großen Glocke nach oben. Wollen wir. Machen wir nächste Folge. Wir haben ein kleines Rätsel gelöst, mit Lemur gekuschelt. Ich kann mich nicht beschweren, geht auch schlimmer. Okay, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich habe nichts Spezielles diesmal, was ich euch fragen könnte. Also hinterlasst mir einfach so einen Kommentar. Freue ich mich drüber. Und habt einen wunderschönen guten Tag. Haut rein!